Heute ist der Alpabzug von der Alp Frutt Niederbayen, Alp Oberbayen und der Alp Gubbers, verbunden mit einem Dorfmarkt. Das Wetter am Morgen früh hier zu Beckeried am See ist grandig. Man kann gerade meinen, der Petrus sei ein Alpler gewesen. Auf dem Dorfplatz ist bereits ziemlich viel los. Aber schaut doch selber. Und schon ist das erste Fee in Sichtweite. Ich glaube, fast lieber wären sie direkt heim, statt nur durchs Dorf durchlaufen. Der kleine Mann geinert zwar, mag aber den Umgebung mitgehalten, mit diesen ganz eleganten Schritten. Thank you.
sie ist sich gewöhnt, auf dem Trottoir zu laufen. Ich bin begeistert, wie alle Samten mit viel Liebe geschmückt sind. Leider habe ich den Show-Einsatz von der TVE Hip-Hop verpasst. Aber der Applaus war gewaltig. Die meisten Alpabzüge sind durch. Und was passiert jetzt auf der Alp? Ich bin für diese Frage einen Tag vor dem Alpabzug auf den Niederbayern und habe ein bisschen herumgeschaut. Wir sehen gerade, die Kühe vom Alp Dritt sind am letzten Samstag schon ab. Für die Alpler ist der Sommer 2021 vorbei. Meine ich dem fast alle. Das stimmt aber nicht so ganz. Es gibt noch viel, viel zu tun, auch wenn die Fee nicht mehr da oben ist. Bei einer Sonne würde man sagen, Grünpflege ist angesagt. Das heisst, das Kraut und das Gras, das noch stehen geblieben ist, muss auch weg. Ein paar hundert Meter Elektrodraht müssen aufgerollt werden und die Hackschienen werden euch sauber weggeräumt. Das ist ja nur Hurenarbeit. Auch der Garten und das Haus muss auf Vordermann gebrungen werden, dass man im nächsten Sommer wieder gerne raufgeht. Potztausig, das sieht sauber aus. Wir Wanderer merken von dem nicht viel. Das Einzige, was uns etwas auffällt, wenn man plötzlich keine Glocken und kein Klepfen und kein Bimbeln mehr hört. Ich habe einen Alpler gefragt, den ich kenne. Wir sagen ihm einfach Sepp. Was reizt dich eigentlich, alle Jahre die Strapazen und Verantwortung auf dich zu nehmen? Auch weg sein vom Dorf, auf ein bisschen Luxus zu verzichten und vor allem so lange auch weg sein von der Familie. Und nach dieser Frage habe ich gemerkt, oha, da ist etwas, das ihn berührt und vielleicht
auch nicht jeder versteht. Er hat am Anfang ganz zögerlich erzählt, hat nachher studiert und dann hat er plötzlich angefangen zu schwärmen. Es ist die Liebe und das Wohlwollen vom Fee. Zur Natur, die Stille am Abend. Man arbeitet nicht nach Stunden und schaut nicht auf die Uhr. Man geht raus bei jedem Wetter. Einfach, weil das schon meine Vorfahren so gemacht haben. Und man macht es gerne. Und jetzt ist es wieder so weit. Die Alpabfahrt. Es wird ruhig da oben. Der Garten ist leer. Und je mehr er erzählt hat, desto mehr haben seine Augen angefangen zu funkeln. Sie sind glasig und wässrig geworden. Ich habe gemerkt, da steckt mehr dahinter als nur Herzblut. Ich habe das noch nie von dieser Seite angeschaut und mache mich selber sehr betroffen. Was geht echt in diesen Leuten innen vor, wenn sie mit dem Fee nach einer Saison durchs Dorf läuft? Man kann es nur erahnen. Zufriedenheit mit Gott und der Welt und dankbar, dass alles gut gegangen ist. Ich möchte an dieser Stelle allen Alpler und Alplerinnen sowie den drei Helfer und Helferinnen von Herzen gratulieren und danken für die Leistung, die ihr diesen Sommer erbrungen habt. Vergelt's Gott und bis zum nächsten Jahr, wenn es heisst, juhui, wir gehen wieder zur Alp.